Ja, liebe Zuschauer, wir sind auf dem Deutschen Derivatetag 2016. Ich spreche mit dem ehemaligen Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, mit Wolfgang Clement, der heute unter anderem spricht für die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Und er hat hier klare Kante gezeigt. Sie sind auf das Thema Regulierung eingegangen, auf das Thema Überregulierung und haben ganz klar gewarnt vor noch mehr Regulierung, vor einem zu viel an Regulierung. Sind wir da auf dem falschen Wege in Deutschland und auch in Europa? In beiden Fällen, ja. Wir haben zweifellos überreguliert und wir sind immer noch auf diesem Weg. Ich habe das besonders wahrgenommen im Bereich der Arbeitsmarktpolitik, indem wir wieder anfangen zu regulieren. Die Zeitarbeit, die Werkverträge, den Mindestlohn, demnächst das Entgeltgleichstellungsgesetz und was nicht alles. Das ist ein Ausdruck von Misstrauen in die unternehmerischen Fähigkeiten und auch in die Tarifpartnerschaft, in die Sozialpartnerschaft in Deutschland, die viel besser weiß, was geht und was nicht geht und die es auch viel besser wissen muss und die man deshalb nicht übertönen muss und bevormunden muss durch Gesetzgebung und Regulierung. Also das sind Wege, die nicht gut sind und die ja, mehr Misstrauen ausstrahlen, als dass sie Vertrauen erzeugen. Gilt das auch für die Finanzwirtschaft? Die Banken klagen ja auch und sagen, das ist schon Strangulierung und nicht mehr nur Regulierung. Aber das hat ja auch seinen Hintergrund. Da war ja mal was, die Finanzmarktkrise. Oder würden Sie hier differenzieren? Ja, das stimmt. Das war natürlich so. Und wir brauchten vor allen Dingen globale und europäische Regeln, um die Kapitalmärkte wieder unter Kontrolle zu bringen. Die waren ja in der Tat außer Rand und Band. Aber das heißt ja nicht, dass die Regulierung jetzt ad infinitum weitergehen muss. Und das tut sie aber. Und so wird jetzt mehr und mehr den einzelnen Verbänden, Organisationen und Unternehmen die Eigenverantwortung genommen und selbstverpflichtende Vereinbarungen beispielsweise, Transparenzregeln, die sich die Unternehmen und Verbände geben, die spielen kaum eine Rolle. Sie kommen jedenfalls nicht ausreichend zur Geltung, wenn der Gesetzgeber immer wieder in das Feld hineingrätscht. Und das ist falsch. Und in der Bankenwelt ist es tatsächlich so. Da spielt natürlich die Politik der Zentralbank eine Rolle, dass die Banken immer weniger Spielraum haben, um so tätig zu sein, wie die EZB unterm Strich erwartet, dass sie sein könnten. Wird der Anleger heute besser geschützt als vor Ausbruch der Finanzmarktkrise oder müssen wir den gar nicht so stark schützen, weil der ist mündig? Hier ist immer die Rede vom sogenannten mündigen Anleger. Ja, er wird besser geschützt und in manchen Bereichen war natürlich der Verbraucherschutz auch notwendig und zu verbesserungsfähig, aber inzwischen landet das wieder wie immer in einer gewaltigen Bürokratie, Berichtspflichten und Aufklärungspflichten, die der einzelne Berater hat, die ja kein Verbraucher noch nachlesen kann, wenn er sich informiert. Will. Da ist das Gespräch wesentlich besser und die Verpflichtung der Unternehmen, die sie sich selbst geben zur Aufklärung, viel besser als das, was da mit solchen allgemeinen bürokratischen Regeln verlangt wird. Da sind wir aus meiner Sicht auf dem Wege der Überhöhung der Regulierungsmöglichkeiten und der Regulierungsnotwendigkeiten. Und da sollten wir langsam aber sicher zur Besinnung kommen. Sie haben mehr Chancengleichheit gefordert und vor allen Dingen auch einen Bildungssoli. Also das war eine klare politische Formulierung, eine klare politische Idee, die Sie hier mitgebracht haben. Auf was kommt es da an? Ja, wir sind in unseren Schulen und in den Kindergärten, Schulen und Hochschulen nicht gut genug. Wir sind nicht kreativ genug, wir geben aber auch nicht genug Geld in diesen Sektoren hinein. Wir sind auf all diesen Feldern in Europa, vor allen Dingen in Kitas, Schulen und Hochschulen, weit zurück gegenüber dem Durchschnitt der OECD-Staaten. Das ist beschämend für das exportstärkste Land, das ja das weltoffenste Land sein muss. Wir müssen in den internationalen Wettbewerb bestehen. Wir gehören deshalb unter die drei Besten auf der Welt. Da sind wir mit unserem Export, aber mit unseren Leistungen in Bildung und Wissenschaft nicht. Und das führt dann dazu, dass wir auf die Dauer zurückfallen würden, wenn wir das nicht bessern. Deshalb sage ich, wenn schon der Soli bleiben soll für Ausbau Ost, braucht man ihn nicht mehr in dieser Form. Dann wäre es vernünftig, ändert ihn in einen Bildungssoli für ganz Deutschland, aber ausschließlich für Kindergärten, Schulen und Hochschulen. Dann würden wir aufholen können und würden ziemlich schnell dann wieder einen Medaillenplatz als Bildungs- und Wissenschaftsland erreichen. Sagt Wolfgang Clement. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Clement. Dankeschön.